Herzlich willkommen auf meinem ersten Video von ossikoch.de. Heute gibt es Krautrouladen. Wie ihr schon gesehen habt, als erstes ist es wichtig, das Kraut ordentlich einzuweichen. Danach kann man schon das Hackfleisch würzen. Ordentlich durchkneten. Das sieht dann so aus. So, wenn ihr den Kopf ungefähr 5 Minuten gekocht habt oder gedünstet habt, kann er raus. Die Blätter sind dann schön weich und man kann das alles vernünftig einzeln abschälen, sodass man schöne große Blätter hat, um die Rouladen daraus zu machen. Das dauert eine Weile, bis man da einiges zusammen hat. Aber man sieht, es gibt viele schöne große Blätter. So, danach legt man sich das alles auf den Tisch. Ich habe hier mal 4 Rouladen vorbereitet. Das Hackfleisch waren 500 Gramm. Und in jede Roulade kommt ein Viertel. Das wird dann schön zusammengerollt, das Ganze. Und entweder mit einem Bindfaden oder ich habe das zurzeit hier nicht gehabt, also einfach mit einer Rouladennadel etwas festgesteckt. Die weichen Blätter halten das einigermaßen fest. Für den ersten Versuch sieht es doch ganz gut aus. Danach das Ganze in heißem Öl ordentlich anbraten. Das kann ruhig ein bisschen dunkel und braun werden. Gibt einen guten Geschmack. Und ist danach schön würzig. Man sieht es auch ein bisschen spritzen, also es ist richtig heiß. So, das ist nach einer Seite gewendet. Man sieht schon ein paar dunkle Flecken. Können die Rouladen ruhig haben. Das macht denen gar nichts. Zur Soße nimmt man dann noch etwas Kraut. Je nach Geschmack wie viel. Und nimmt den Fond, der sich beim Abkochen von dem Kopf am Anfang gebildet hat, zur Soße. So, das Ganze noch ein bisschen in der Pfanne verteilen, dass auch die Krautstückchen weich gekocht werden. Und das Ganze dann so circa 30 Minuten vor sich hin köcheln lassen, damit das Hackfleisch gut durch ist. Die Kartoffelchen kochen auch schon nebenbei. So, dass das alles einigermaßen zur gleichen Zeit fertig wird. Jetzt haben wir Zeit für einen kleinen Gurkensalat, den wir noch als Beilage machen. Ich glaube, den kennt jeder. Ich zeige es euch trotzdem mal. Schnell die Gürkchen etwas schälen. So, dann kommt ein Becher Schmand hinzu. So. Ich würze das meistens mit der fertigen Krönung. Ein kleines Schuss Maggi kann man noch mit beigeben. Ist aber Geschmackssache. Das Ganze gut verrühren. Wer will, noch ein bisschen Pfeffer und Salz nachwürzen und schon ist der Gurkensalat fertig. Die haben jetzt eine halbe Stunde Kochen hinter sich. Den Fond kann man jetzt gleich so nehmen und noch etwas andicken. Entweder man macht eine richtige Mehlschwitze von Hand oder mit einem Soßenbinder für braune Soßen geht das auch und schmeckt genauso gut. Das Ganze nochmal kurz aufkochen lassen und dann haben wir ein prima Essen.